Hallo und herzlich willkommen, meine liebe Community, zurück auf meinem Kanal. Ich habe mir einen Bopsel auf den Kopf gebapselt, Ich habe mich extra hübsch gemacht für euch, schaut mal, ohne Flecken, ohne Dreck, ist es wunderbar. Und ich habe den zweiten Teil, wie kann man das nennen, 2.2. 2.0, 2.1, 2.2, ja egal, ihr wisst, was ich meine. Das, was ich gestern nicht mehr hochgeladen habe, werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar die Papiere und die Sticker. Ich habe das gestern schon mal hochgeladen, aber das war so ein Durcheinander. Ich war absolut nicht mehr zurechnungsfähig. Bin ich auch so schon nicht, aber da war ich ja noch müde und was soll man machen, ne? Dios mio. Kaffee. Na, guck mal, ist die nicht schön? Familia. Hm? Ja, wunderschön. Das gehört ja schon dazu, ne, mein Käffchen. Ich zeige euch dann jetzt auch mal alles relativ genau. Bringt Zeit mit. Und dann können wir auch ein bisschen quatschen. Ne? Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, irgendwelche Vorschläge, Kommentare. Ich bin für alles offen. Ich bin relativ schmerzfrei bei allem. Ne? Wisst ihr ja. Und ich fange jetzt mal einfach mit dem wenigsten an. Und das waren noch ein paar Stempel, die ich mir gekauft habe. So ein paar Dingsbums-Silikonstempel. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen profitieren, wo die Miezekätzchen noch pennen. Und ich zeige euch das dann ganz genau. Ne? Es ist nicht alles alleine immer für mich. Es ist auch für andere Menschen dabei. Für liebe Menschen, süße Menschen, gute Menschen. Und da haben wir einmal hier dieses tolle Hexenset. Das ist doch richtig toll. Ne? Guckt mal, den Frosch, den schmeißt du jetzt wahrscheinlich für Froschschenkel in den Kessel. Weiß ich nicht, aber gut, vielleicht auch nicht. Ich hoffe nicht. Dann haben wir hier diese Miezekätzchen, Moment mal. Na, bleibst du liegen? Ich habe hier irgendwie ein bisschen ein Durcheinander. So, das haben wir hier, diese Miezekätzchen. Das sind die Gesichter. Die gucken so richtig putzig aus dem Fell. Die drehen uns den Rücken. Richtig schön sind die. Ne? Die haben mir ganz gut gefallen. Die habe ich auch alle ein paar Mal mitgebracht. Weil ich ja halt auch noch Geschenke machen möchte. Ne? So, ich bin dabei, meine Weihnachtspakete zu packen. Und da habe ich zwar noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem, was gemacht ist, ist gemacht. Ne? Und was Mutter hat, Mutter. So, na, dann haben wir noch die hier. Das sind halt auch so Kätzchen, aber so mehr Cartoon-mäßig, Comic-mäßig. Ihr seht, ne? Die sind auch sehr putzig. Die haben mir gut gefallen, ne? Sudele. Dann haben wir hier die Tütchen. Wenn irgendeiner von euch mal eine Bestellnummer haben möchte, einfach anfragen. Ich werde das jetzt nicht so dauernd in die Kamera halten, weil sonst dauert es einfach viel zu lange. So, dann habe ich mir Papiere und Sticker mitgeholt. Ja, und ich habe das hier vor mir liegen auf dem Tisch. Und ich werde das jetzt einfach so querbeet durchbringen, was das halt eben gerade ist. Ne? Ich werde es euch zeigen. Und zwar habe ich mir dieses Papier hier geholt. Das sind dieselben dreimal. Werde ich euch das zeigen. Das ist richtig schönes Hintergrundpapier. Einpacken tue ich das später wieder. Das ist einseitig bedruckt und hat dann diese wunderschönen Motive. Und zwar jedes Motiv 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Na, das heißt, fünfmal jedes Motiv mal drei Päckchen sind dann 15 mal dasselbe Motiv. Das kann ich dann schön aufteilen. Ne? Und ein paar Päckchen. Das hier. Sehr schön. Wirklich. Und auch die Qualität vom Papier ist wirklich gut. Muss man sagen. Also für den Preis, für Temu ist die Qualität sehr gut. Dieses hier sind halt ein bisschen unspektakulärer, die ganzen Papiere, die hier jetzt. Aber man kann sie sehr gut als Hintergrund verwenden, Kartenmattungen oder was auch immer. Das hier auch. Ich werde damit auch meine Boxen einkleiden teilweise. Ja, dann wird das schon schön, ne? Das wirkt schön. Dann habe ich von ein bisschen unspektakulärerem Papier auch noch das hier. Da habe ich jetzt nur ein Päckchen genommen. Irgendwo muss man ja ein bisschen sparen. Da habe ich jeweils zweimal jedes Blatt. Einmal die hier. Die haben mir von den Farben her sehr, sehr gut gefallen. Das ist wirklich schon ein kleines Highlight.
ist jetzt ein bisschen, ja, na gut, schlicht kann man es jetzt auch nicht nennen, ist schon viel los auf dem Papier, aber es ist jetzt auch nicht beglitzert, beglittert oder was weiß ich, foliert einfach nur Papier. Aber in diesen wunderschönen Farben, diese Rottöne, ein bisschen, ja, grünlich, bräunlich, vintage-mäßig, ne? Ich rede schon wieder zu viel, so. Mein Mann ist wieder aus der Kur zurück. Der wackelt jetzt im Garten rum, der macht da noch Arbeit, solange hier, Wetter ist hier einigermaßen im Moment. Es ist kalt zwar, viel Luft, viel Wind, es windet sehr, aber es regnet wenigstens nicht, weil gestern, das hat ja Hunde und Katzen geschüttet, das ist ganz furchtbar. Dieses hier. Dann haben wir Triedeldadeldum, das hier. Ihr seht schon, heute geht es ein bisschen geordnet dazu als gestern. Gestern hatte ich wirklich, es war Chaos pur, Chaos hoch 3 hier. In letzter Zeit kann ich ja nicht mehr schlafen, da bin ich dann immer erst um 4, 5, 6 im Bett, wenn überhaupt. Und dann stehe ich aber morgens auch schon wieder relativ früh auf. Und ja, ich werde einfach nicht, ja, müde. Ich komme irgendwie nicht runter. Wenn ich dann die Schlaftablette nehme, dann schlafe ich auch ein paar Stunden davon, aber halt ohne überhaupt nicht mehr. Da werde ich wahrscheinlich tot umfallen, wenn ich da ein paar Tage keine nehme. Naja, was schon. So, dann haben wir dieses noch. Also hier sind jetzt relativ viele verschiedene Motive dabei. Das ist jetzt alles. Ne? Haben wir das Deckblatt noch. Und das fummle ich mir nachher wieder in die Hülle rein. Weil jetzt geht's weiter. Auch noch mit Papier. Das ist jetzt schon ein bisschen spektakulär. Spektakulär. Weil ich bin albern. Aber ich liebe das. Ich bin gerne albern. Ich möchte nie, nie, nie mein inneres Kind verlieren. Und ich möchte auch nie, nie, nie aufhören, albern zu sein. Weil das ist ja langweilig sonst, oder? Finde ich jetzt einfach mal so. Ich habe ja schon ein gewisses Alter. Mal die Schlappen anziehen. Aber das kommt immer so auf die Tagesform drauf an. Na, manchmal fühlt man sich halt wie 103 und manchmal halt wie 3. Manchmal hat man auch diese Albernheiten im Kopf wie 18. Macht aber nichts. Ich bin halt eben ein alter Feger noch, ne? So, ich fege. Guckt mal, sind die nicht süß? Ach Gottchen. Ach, diese Blätter, die sind auch alle nur einmal leider vorhanden. Das sind so Journalblätter. Kann man ein Journal draus binden. Muss man aber nicht, kann man ja auch verwenden, wie man möchte. Es ist ja, was ich immer sage, im Basteln ist es ja so, da kann man ja alles machen und man muss gar nichts. Man kann diese Sachen verwenden, wie man lustig ist. Man muss die wirklich nicht dafür nehmen, wofür die bestimmt sind. Ich mache da mal dies, mal jenes draus. Ich tue die auch eiskalt zerschneiden dann manchmal mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Aber gut. Man muss die Sachen ja auch mal verbasteln. Ich habe eh so viel von diesem Bastelzeug. Also wenn ich jetzt nicht bald ein bisschen was verbastle, dann muss ich mir ein eigenes Haus bauen. Nur um meinen Bastelkram unterzukriegen. Ne? Das ist ja dann auch so ein bisschen blöd. Ne? So, guck doch mal. Sind die nicht toll? Die hier. Da habe ich lange gerätselt, was das sein soll. Das sieht ein wenig merkwürdig aus. Das sind Vögel, aber naja gut. Hühner, weiß der Henker was? Hühner, Spatzen, Vögel, ich irgendwelche Piepmätze. Ich habe da wirklich lange geguckt, bis ich da rausgefunden habe, was für ein Vieh das sein soll. Also die Mäuschen, so eine ganze Mäusefamilie. Finde ich auch putzig, ne? So. Passt ja sehr gut in dieses Thema jetzt. Halloween und Winter, also nein, nicht Winter, Herbstzeit, ne? Die Ernte, den Rest, ne, haben wir ja. Ja, die hier, die Wauzis. Dann haben wir hier noch ein kleines Igelchen, die finde ich ja total niedlich. Wir haben jetzt unser Igelhaus jetzt auch mal runtergestellt, das ist ein altes Katzenhaus, das ist meine Katze nicht mehr, das ist den Herrschaften nicht mehr genehm genug. Da haben wir es runter für die Igelchen gestellt, das wird jetzt noch mit Laub gefüllt und Äste vordran gestapelt. Und dann können die schön da, schön den Winter da verbringen, ne? Ich bin ja immer froh, wenn ganz viele Tierchen hier bei mir im Garten sind. Ich liebe das. So, das waren die. Die mache ich auch nachher wieder in die Hülle. Ich bin heute schon mal unter der Couch dem ganzen Papier nachgekrochen, weil meine Katzen haben gemeint, es wäre Konfetti. Also die haben da, oh, juhu, schmeiß rum, Kamelle de Prinzke. Weil, naja.
Das sind kleine Terrorknödel. Die knödeln nachts immer hier rum. Oder abends. Jetzt pennen sie. So, auf dem Rücken. Ja. Na. Dann haben wir das Winterthema noch ein bisschen so, auch mit den Tierchen, aber halt eben mehr winterlich, finde ich jetzt. Und nochmal die Igelchen. Die Mäuschen. Ja. In 2 Wochen habe ich ja wieder Urlaubshummeln im Hintern, da fahre ich ja schon wieder weg, beziehungsweise ich fliege weg. Und ja, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf. Weil das gibt nur Probleme jetzt im Moment mit dieser Firma, wo ich da reise. Mal so, mal so. Da muss ich wieder das Hotel stornieren, wenn ich da drin übernachten soll. Dann habe ich wieder buchen müssen, weil es sich wieder geändert hat, der Abflugtermin. Jetzt hat er sich wieder geändert. Jetzt fliege ich ja schon am anderen Tag um 8 Uhr. Das heißt, ich sitze wie ein Obdachloser am Frankfurter Flughafen rum. Ich muss spätestens um 4 Uhr aus dem Hotel raus sein und wir fliegen erst um 20 nach 8. Und es kostet mich ein Heidengeld, weil ich bis 4 im Hotel bleiben will. Was mache ich sonst von 12 Uhr an? Sonst muss ich um 12 Uhr aus dem Zimmer und dann sitze ich dann bis 20 nach 8 auf dem Flughafen. Nachher werde ich noch wegen Battle Life verhaftet oder sowas. Naja. Ja, mal gucken, wie es läuft. Ne? Hier sind einige Blätter mehr drin, ist aber derselbe Stil. Auch wieder so herbstliche Motive, aber nicht ganz so verspielt. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob da alle Blätter nur einmal sind. Ich glaube, einige sind auch zweimal drin. Ich bin mir aber nicht sicher. So, hier haben wir zum Beispiel den Bären. Ich glaube, der ist zweimal dabei. Und das Eichhörnchen auch. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist noch ein bisschen nicht so verspielt wie die anderen. Das ist ein bisschen ein ernsthafteres Papier, wenn man das so sagen kann. Ja, das hier ist so ähnlich, auch mit Pilzen und sowas drauf. Ne? Sieht ganz toll aus. Hier haben wir nochmal ein kleines Häschen, einen Hähn. So. Da ist Harry Hirsch. Ja, die Papiere kann man ja noch ein bisschen mit Kaffee einpinseln oder mit Tee. Dann kriegen die noch ein bisschen einen älteren Touch. Mache ich auch ganz gerne, dass ich die dann einfach einlege. Das tut dem Papier gar nichts. Das wird halt nur ein bisschen dunkler, fleckiger und passt dann auch ganz schön in die Journals rein. Hier ist dann nochmal so ein Bär. Ich glaube, das ist doch ein anderer als der vorhin. Glaube ich mal. Ich gucke mal gerade schnell einmal durch. Ja, der ist es. Nein, es ist derselbe, nur seitenverkehrt. Naja, da, den glaube ich, hatten wir auch schon. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob die ein paar Mal dabei sind. So, und dann noch den hier. So, das war dieses Set. So. Das hier. Ah, oh, mir juckt die Nase. Ich kriege Geld. Hoffentlich. Dann habe ich mir dieses Set hier geholt. Das hat mir sehr gut gefallen, bis auf ein einziges Blatt. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Das sind Sternzeichen. Capricorn. Sehr, sehr schön. Gefallen mir ultra gut. Capricornus, das ist dann der Steinbock. Hier haben wir dann den Krebs, Cancer. Gefällt mir wirklich ultra gut. Ich lege mal dahin, sonst renke ich mir die Schulter aus. So, Dele, ich habe ja schon meinen Basteltisch geräumt. Ich habe mir ja gestern, ich habe euch das ja gezeigt, in dem Temu Hall, diese Drehdinger da, die sind ultra cool. Also die kann ich euch nur empfehlen. Die sind wirklich, da kann man richtig schön dran rumdrehen. Taurus, der Stier. So, das hier ist jetzt das Blatt, das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich finde auch, dass das sehr verunglückt aussieht. Das soll ein Skorpion sein. Das ist kein Skorpion. Nope. Sieht, also die Seite hier mit dem Skorpion sieht scheiße aus. Das ist kein Skorpion. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Aber das ist das einzige Blatt, wo ich meckern muss. Dann haben wir hier die Libra. Die Waage. Hier haben wir die Zwillinge, Gemini. Meine Mama war Zwilling. Dann haben wir hier ein sehr seltenes Exemplar in unserer heutigen Zeit. Die Jungfrau, Virgo. Hier haben wir den Wassermann, die aber eine Wasserfrau ist hier. Aquarius. Das finde ich toll mit der Uhr. Das sind ja alles Uhren aber das, oder Kompass, aber das finde ich ultra schön. Dann fehlen uns aber noch, hier ist noch der Widder, Aries. Sehr, sehr schön. Dann hier mein Sternzeichen,
Ich bin ein Fischlein, ein kleines Fischlein, Pistes. Woll. Ich bin ein Fischlein. Und hier ist mein Töchterchen, ein Leo. Der Löwe. Ja, ja, sie ist ein richtiger Löwe. Und dann haben wir hier den Schütze, Sagittarius, mein Männlein. Mein Sohn ist übrigens Taurus. Stier. Immer mit dem Kopf durch die Wand. So, und dann haben wir hier noch zwei Deckblätter. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Einmal dieses hier. Kann man hinten dann reinmachen, als letzte Signatur zum Beispiel. Und dann hier die junge Dame da mit diesem Sternmesser. So, das waren die Sternzeichen. Also wie auch, bis auf das eine Bild da mit dem verunglückten Skorpion, gefallen die mir sehr gut. Aber da werde ich vielleicht auch noch was anderes finden im Internet, dann wird das überklebt. Ist auch egal. So, dann haben wir von Papieren. Oh, ich bin noch lange nicht fertig. Ach, freut euch drauf. Heute bleibe ich euch ein bisschen länger erhalten. Ihr werdet ja auch so wieder nicht los. Aber gut, was soll's. Ne? Dann haben wir hier eine Ballade. Dieses wundervolle Teil. Das ist Retro Vintage Materials 30 Stück. Have a good day. Ein Junk Journal. Das ist so aufklappbar. Fluppdiwupp. Und dann haben wir da die Papiere drin. Das sind 1, 2, 3 Mal, jedes Mal, also 3 Stück von demselben immer. Einmal das hier, das hat so wunderschöne abgeranzte Ränder. Mache ich mir auch immer selber, finde ich toll. Gefällt mir ganz gut für Junk Journals, so dieses abgeranzte, gefranzte. Ich bin gerne abgeranzt und gefranzt. Ich sitze ja auch immer so abgeranzt vor der Kamera, ist furchtbar. Diese, aber es geht ja auch nicht um mich vor der Kamera, sondern es geht um euch. Ne? Ja, dass ich euch zeige, was ich habe und was ihr euch auch bestellen könnt. Dass ich das erste Mal austeste und für euch angucke, ne? Und zeige. So, da haben wir das Piepmätzchen. Ich finde das wirklich hübsch, ne? Immer dreimal ein Papier, finde ich ganz gut. Da hat man nicht so Angst, was zu verwenden. Ne? Ich glaube, das kennen wir Bastler doch alle, oder? So dieses, oh, dann habe ich es ja nicht mehr. Das war eine Zeit lang extrem bei mir. Genau wie dieses Kaufen, nur weil es halt da ist. Das mache ich schon lange nicht mehr. Ich kaufe jetzt wirklich nur noch das, was mir gefällt. Vor allem Action war ein Problem da. Ne? Dauernd alle diese Blöcke und alles. Ich kaufe nur noch die, die mir gefallen. Und so sollte man das ja auch handhaben. Geld wird nicht mehr, es wird weniger und deshalb sollte man da schon ein bisschen aufpassen, was man macht. Ne? Ist ja nicht so einfach in dieser heutigen Zeit. Ne? Und ja, auch ich habe keinen Goldesel im Stall, auch ich kriege meine Rente und ja, muss halt auch ein bisschen aufs Geld aufpassen. Wir haben viel ausgegeben in letzter Zeit, halt auch mit dem Haus ein bisschen gearbeitet. Na, irgendwann muss man dann auch mal sagen, Schluss und einen Punkt machen. Ne? Und deshalb bestelle ich halt auch ein bisschen öfter jetzt mal bei Temu, weil Amazon und die ganzen Sachen, das ist mir halt ein bisschen zu teuer meistens. Ja, ich glaube, ihr versteht das auch und es ist auch keine Rechtfertigung, um Gottes Willen. Ne? Ich mache, was ich will und wem es nicht gefällt, der guckt es nicht. Das ist halt so. Das war mir noch immer egal. Ich war noch immer ehrlich zu meinen Abonnenten. Das wisst ihr alle. Ich habe noch immer gesagt, was ich denke. Und akzeptiere das natürlich auch bei allen anderen Menschen. Jeder Mensch, ne, ist seines eigenen Glückes Schmied. Und dem Menschen sein Wille ist sein Himmelreich. Denke ich mal. Und deshalb ja, nehme ich mir das einfach mal so für mich raus. Ne? Ich bin so unverschämt. Ich bin so frech. So, oh Gott. Also, dann haben wir hier dieses mit den Häschen. Das sind wieder mehr ein bisschen häschenlastig, tierlastig das Ganze. Aber ich denke mal, das Prinzip ist dasselbe mit dieser Klappbox, also diesem Klappdings. Und da haben wir auch jedes Mal wieder dreimal dieselben Motive. Und wieder mit dem abgeranzten Rand. So. Sudele, sudele, sudele. Ach ja, ich bin den ganzen Tag am Singen. Ich finde das schön. Mir ist halt nach Singen im Moment. Ich weiß auch nicht warum. Ich singe dauernd Wikingerlieder. Kennt ihr das? Ich finde das cool. Mhm. Ich bin ein wiedergeborener Wikinger. Toll, nicht toll. Ist doch schön, wenn man sich darüber mal so seine Gedanken macht, ne? Oder nicht? Finde ich cool.
was man so alles schon mal war und können konnte und was man wiederentdeckt. So verschiedene Fähigkeiten. Ich habe euch ja gesagt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Schrank aufgebaut. Und es ging. Ich habe mir nicht den Finger, ich habe zwar dreimal die Tür verkehrt eingehängt und auch einmal die Schublade, die Schienen verkehrt rum angeschraubt, aber das macht ja nichts. Ne? Man wird klug daraus, man lernt aus seinen Fehlern. Ne? Ein Specht. Oh, nicht schlecht, Herr Specht. Das hier finde ich ja ultra schön. Ich mag Füchschen ja auch ultra gerne. Das Füchschen finde ich sehr schön. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ah, versucht das mal auf Luxemburgisch, das ist auch nicht so einfach. Das da. Und dann haben wir noch dieses wunderschöne Tierchen. Auch ein Fuchs, sehr schön. Na gut, ich brauche euch ja keine Biologiestunde zu geben. Ich nehme ja an, ihr wisst auch, wie ein Fuchs aussieht. Ne? Denke ich mir mal so. Obwohl das mit dem Denken noch nicht immer so einfach ist. So, dann habe ich mir von denen hier zwei Stück geholt. Da sind so kleine Umschläge drin. Wenn ich den dann in der richtigen Seite aufmache, kann ich es euch auch zeigen. Ich bin heute wieder ein bisschen overloaded, ne? Das macht aber nichts. Ihr kennt mich ja nicht anders. Guckt mal, da ist dann eine Eule, das sind dann so kleine Umschläge und da ist auch jeder anders. Ne? Also ich zeige euch jetzt einfach nur von vorne. Hinten sind die eigentlich immer relativ gleich. Aber von vorne ist jeder anders. Na, guckt mal, wieder ein Füchschen. Ah, eine Fuchsomanie. Ah, dann hier das hier. Ist auch hübsch. So, Dele. Ah, ich finde die richtig schön. Und diesen und diesen. Na, sehen hinten alle relativ gleich aus, aber vorne haben die halt richtig schöne Designs. Und die durften dann auch zweimal mit. Ah, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, was die Dinger gekostet haben, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie immer. Ich weiß das ja noch nicht mal bei Action, wenn ich den Kassenzettel daneben liegen habe. Das ist mir einfach too much, das alles rauszusuchen. Aber hier kann ich euch zumindest eine Artikelnummer geben, wenn ihr die möchtet. Bin ich nicht nett. Ich bin sowas von nett. Ich glaube es selber nicht. Entschuldigt, wenn ich euch immer so auf die Pelle rücke, aber ja. So, dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, verschiedene, ja, Blöcke von diesen Motiven hier. Garden of Memories. Das ist dieser mit dem Häschen. Und da sind jeweils, Moment, 1, 2, 3, 4, 5 Mal dasselbe Motiv. Und ich mache es jetzt so, ich blätter das so um und halte es euch in die Kamera. Das Motiv. Und was hier richtig cool ist, das zeige ich euch jetzt auch einmal, ich bin wieder nicht im Bild, die kann man hier einfach so rausnehmen. Die sind vorgestanzt. Seht ihr? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das Papier ist nicht ganz dick, aber die sind vorgestanzt. Das finde ich richtig toll. Super. Kann man sich einmal amüsieren, so abends auf der Couch, beim Horrorfilm gucken. Ja, es ist ja Halloween, also ist ja Oktober. Spuktober ist, ich finde das so toll. Ist meine Lieblingszeit. Dieses Motiv, 5-mal. Ist wieder sehr hasenlastig. Na, kommst du her. Na, hier. 5. Dieses zuckersüße Tierchen. Und wieder 5-mal abzählen. Tralala. Hopswasser. Dann haben wir das hier. Ja, die Papiere sind wirklich schön. Die sind sehr, sehr dünn, aber finde ich gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Die kann man sehr gut mit Klarlack versiegeln, dann auf einer Box oder in einem Journal. Das finde ich sehr süß. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So. Und ich finde es schön, dass halt jedes Motiv so oft dabei ist. Dieses Häsel. Es ist ein bisschen dunkel hier. Ne? Jetzt fängt der Himmel an zuzuziehen. Jetzt gerade hat eben noch die Sonne geschienen, aber oh, es wird gleich mal jetzt kühler. Dann haben wir hier. Also die Häschen, die schenken sich nicht viel in der Optik, die meisten. Aber es sind halt die Blumen drumherum, die ändern. Und ja, hier haben wir zum Beispiel etwas Lilanes. Lila.
wie nennt ihr das, lila, mauve, violett, sagt ja jeder anders. Ist auch immer eine andere Farbe, aber gut. Das hier, ja, es sind schon recht viele verschiedene Motive drin, die Blöckchen sind recht dick, aber wirklich richtig toll, nice, richtig nice, guckt mal. Schmetterlingchen dabei, mag ich ja auch sehr gerne, diese Lingelinge, diese Butterflies. So, das war's von dem Blöckchen. Jetzt habe ich hier schon lauter Knitterfalten drin. Der Block ist wie ich, voller Knitterfalten. Ja, macht nichts, man steht zu seinen Falten. Das ist die Landkarte des Lebens. Jawohl. Ja. Ist ja auch ein bisschen wie so Karate Kid in schwul. Hm? Auf die Ideen muss man erstmal kommen. Da haben wir dieses hier, das Rosa, ne? Dasselbe Spiel. Aber die hier, doch, die sind auch zum Ausstanzen. Ha. Einmal dieses Motiv mit dem Mohn, Klatschmohn. Ja, Klatschmohn ist das. Dann haben wir hier, ist alles so rahmenmäßig mit Blumen drumherum. Kann man ja mal sehr gut verwenden. Ist ja ein Motiv, das ist gängig, das ist klassisch. Boah. Jetzt kriege ich die Dinger nicht auseinander. Kann ich bis 5 zählen, das ist schon die Topen. Puppen aus Amsterdam. Dam, dam. Oh, jetzt geht gleich auch wieder der Karneval los. Es war Halloween, dann kann ich mich wieder auf Karneval freuen. Ich verkleide mich doch so gerne. Oh, ich liebe das. Ich weiß, manche sind da keine so Karnevalsdecken, aber ich liebe es. Ich finde es einfach toll. Gut, diese vorprogrammierte Fröhlichkeit mag ich auch nicht so, aber ich mag es, dass man da mal so ein bisschen auf den Putz hauen kann und wieder mal unter die Leute gehen kann. Man kann sich verkleiden, man kann ja so seine Persönlichkeit mal so ein bisschen yay ausleben und ja, ich weiß es noch nicht. Ich guck mal, ich glaube für Halloween gehe ich jetzt als Wednesday Addams, da habe ich mir ein Kostüm gekauft und für den Karneval habe ich einmal Frozen, ich habe einmal Cruella de Vil, ich kann mich da wirklich austoben. Wenn euch das interessiert, kann ich euch das ja auch mal zeigen, wie es dann aussieht. An mir sieht das immer so ein bisschen verunglückt aus, ne? Ich habe nicht unbedingt so eine Elsa-Figur, aber ist ja egal. Hauptsache, ich fühle mich wohl. Und ich amüsiere mir. So, was haben wir hier? Das ist nochmal die. Nochmal die. Dann haben wir das hier. Und das war's dann für diesen Block. Ja, und wieder zerknittert. Ach, Jesus Maria. Oh, Mama Mia. So, das hier. Apropos Mama Mia. Ha, wir gehen Mama Mia gucken, das Musical. Wir waren ja Tanz der Vampire gucken und mein Mann, der war begeistert. Ich habe das nicht gedacht. Ich habe gedacht, der gähnt sich jetzt hier einen ab und der langweilt sich zu Tode. Aber der war richtig begeistert. Der hat aber Vampire und EU. Was hat denn der? Und er war wirklich, er war außer Rand und Band. Ne? Ich habe den gar nicht so gekannt. Und dann hat er dann auch gemeint, ja, dann wir können doch ruhig auch da mal ein Musical gucken gehen. Ja, und dann gehen wir jetzt im Dezember noch die Mama Mia gucken nach Hamburg. Fliegen wir mit dem Flieger dahin, na, schlafen wir eine Nacht da und dann einen Tag gemütlich wieder zurück. Ne? Ja. So, einmal gevögeltes Vögelchen, Entschuldigung. So. Nachher werde ich noch von Facebook gesperrt wegen unzüchtiger Rede. Ist aber nicht so gemeint, wisst ihr doch. Dann hier haben wir Blümchen. Das sind, keine Ahnung, was das ist, Pfeilchen. Stiefmütterchen, ich weiß es nicht, Hibiskus. Irgendwann in dem Dreh. Das hier, das ist Lavendel, den liebe ich ja, das ist so. Eine so wunderbare Pflanze. Diese hier ist eine Iris. Mag ich auch sehr gerne, die stehen immer beim Weiher bei uns, beim Teich. Dann haben wir das hier. Das ist alles so ein bisschen in lila Tönen gehalten. Ich hoffe, ihr seht das gut, meine Lichtverhältnisse sind im Moment ein bisschen bescheiden. Um nicht zu sagen, beschissen. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich mache das nicht piep. Das ist Quatsch. Wenn man nicht mehr beschissen sagen darf, dann hört sich aber alles auf. Scheinheiliger kann es ja dann nicht mehr werden. Ne? So, hier nochmal Lavendel. Anderen. So. Ah, ich rede wieder Schnabel mir gewachsen. Das andere geht mir auf den Sack. Das ist Flieder. Ich habe zwar keinen, aber da könnte ich mir glatt einen wachsen lassen. Dann das hier. Das ist halt sehr blümerant, das Ganze. Ne? Es ist blümerant. So, dann haben wir noch. Na, kommst du her? Die Schwertlilien. Sehr schön. Und das war's dann für diesen Block auch. Dann haben wir hier etwas sehr.
etwas sehr Sonnenblumenlastiges. Ah, sehr schön. Da haben wir dieses. Und das sind alles dieselben zum Ausstanz, also die schon ausgestanzt sind. Finde ich toll. Dieses. Ich liebe Sonnenblumen. Sonnenblumen sind toll. Ich liebe so viele Sachen. Ich liebe euch ja auch alle. Ja. Oh Gott, das ist aber auch schön. Guck doch mal, Vögelchen. Vögelchen, zwei Vögelchen. Ein Vogel, zwei Vogel, drei Vogel. Dann haben wir hier wieder die Sonnenblumen. Die sind wirklich sehr hübsch. Ah, wieder Vogel. Ein gelber Vogel. Das hier wäre ein Block für meinen Sohn. Der steht ja auf gelb. Naja, nicht auf rot. Der steht auch auf rosa, aber mehr auf gelb. Wird ja meinen, so ein Schwuler steht eher dann auf rosa. Aber nein, ich habe dem mal einen rosa Weihnachtsbaum gekauft. So, just for fun. Er hat ihn noch aufgebaut. Er war ganz begeistert. Da hat er einen rosa Weihnachtsbaum mit weißen Kügelchen und rosa Kügelchen dran. Ich finde das toll. Ich finde das ultra cool. Ich kaufe mir jetzt irgendwann mal einen schwarzen Weihnachtsbaum und dann kommen pinke Kugeln dran. Dann schmeißt mein Mann mich raus. Aber ich finde das schön. Ich finde diese Kombi toll. So, das war's dann auch von dem Block. Und dann kommt der letzte aus dieser Reihe. Ja, uff. Dann haben wir diesen hier. Das ist so mehr grünlastig wieder. Sind wirklich verschiedene Farben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob noch andere da waren oder ob ich die ganze Kollektion mal durch habe. Ich weiß es nicht. Da haben wir einmal hier das. Ne? Also Vogelkäfig ist nur akzeptabel, wenn der Vogel draußen sitzt. Zur Deko. Dann haben wir hier die Vögelchen in den Zweigen. So, Dele. Aber wie gesagt, ihr könnt mich auch gerne mal Sachen fragen, auch ein bisschen persönlicheres. Ich bin recht schmerzfrei da drin. Wenn ich was nicht beantworten will, dann mache ich es nicht. Aber eigentlich gibt es nicht viel, wo ich nicht antworte. Den. Dieses, das ist auch sehr schön, gefällt mir sehr gut. Ich wüsste zwar jetzt auch gerne, wann ich das ganze Zeug verbasteln soll, aber naja, gut, das wird schon klappen. Irgendwie. Mein Sohn ist ja im letzten Lehrjahr und der hat jetzt gesagt zu mir, er hat einmal versprochen, dass er dann auszieht, wenn er die Arbeitfeste behält. Und ich denke mal, dass er sie behält, weil die sind eigentlich ganz froh mit ihm. Und dann habe ich unten seine ganze Wohnung für mich. Da kann ich mich dann austoben und ausbreiten und auch, du lieber Himmel, wenn es dann mal soweit ist, dann werde ich euch das auch zeigen. Das wird ultra. Da wird dann meine Hexenküche reinkommen und meine Bastelsammlung und alles. Da werde ich dann mich unten hin verziehen. Ich habe da auch einen Fernseher. Da ist alles tipptopp, wunderbar. Herrlich. So, ich glaube, das war dann auch schon das letzte Motiv. So. Das war's, glaube ich, am Papier. Habe ich noch Sticker? So ein paar mehr. Und die werde ich euch dann auch noch zeigen. Aber es ist jetzt wirklich überschaubar. Es geht jetzt eigentlich recht flott. Was recht flott ist, sind verschiedene Sticker, aber die halt mehrmals, weil ich sie halt verschenke, verschicke, verpacke. Was auch immer. Sucht euch was aus. Ja, was macht ihr denn heute so am Samstagabend? Na, ich weiß es noch nicht. Vielleicht gucke ich mir einen Horrorfilm an. Ich liebe Horrorfilme. Horror, Fantasy, Mystery, Querbeet. Lost Places soll ich ja auch immer noch mal machen. Ich komme nur nicht dazu. Ich habe keine Zeit. Ich habe nie Zeit. Meine Nachbarin hat mich gesehen und als wir auf dem Urlaub kamen aus Norwegen, da hat die gemeint, du bist doch nicht normal, gell? Ich sagte, ja, wer hat das denn jemals behauptet, dass ich normal wäre? Ich nicht. Ja, andere Menschen, wenn die nach so einem anstrengenden Trip und so viel umsteigen, Flugzeug links, rechts, hinten, vorne, die liegen auf der Couch und sind platt. Du rennst durch den Garten und erntest Tomaten. Ich so, ja, muss ja auch gemacht werden, ne? Na. Aber schon mal die hier, das sind ultra, das würde man nicht meinen bei dem Cover, aber die sind wirklich super schön. Und ich kenne mindestens eine, die jetzt in Quietscherei ausbricht. Mindestens eine. Das sind jeweils zwei Stück von demselben Sticker. Also diese dünnen Plastiksticker. Guckt mal. Sind die nicht niedlich? Ja, ich kenne mindestens eine, die jetzt in Quietscherei verfällt. Dann haben wir zweimal diese hier. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier diese, auch recht schön, super, super schön sogar. Dann haben wir den nochmal mit dem Bücherstapel, aber ein bisschen anders als der andere. Und
last but not least hier diesen Magic. Ein Magic-Vogel. Der sieht doch, das ist doch Harry Potter, Hedwig, ne? Mit diesem Gryffindor-Schal könnte man das ja eigentlich so schon verwenden auch, ne? Finde ich toll. Finde ich ultra cool. Ultra cool. So, die mache ich aber jetzt wieder hier in diese Tüte rein, weil sonst die sind nicht festgeklebt. Die fliegen hier sonst überall rum. Entschuldigung, Knisteralarm. Aber gut. Ist halt so. So, jetzt habe ich mir hier irgendwas darunter gestellt. Achso. Also wenn ich weg bin, ist der Ständer umgefallen. Der Handyständer. Na, wo geht denn das auf? Da geht's auf. Das sind so auch längliche Sticker. Das sind Schmetterlinge. Ich rede und rede und rede und kriege das Zeug nicht aus der Hülle. Es sind drei Blätter. Ich mache es spannend. Spannung pur. So. Ne, es ist weg. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist halt wie es. So sehen die Hüllen aus. Und hier sind dann auch die Sticker. Das sind drei verschiedene Blätter. Ja. Oder? Ja, drei verschiedene Blätter. Es sind einmal diese hier in dieser grünen, goldfolierten Variante. Dann ist es das hier. Und diese hier. Diese jene Wäldchen, die finde ich ja auch sehr schön. Ne? Ein bisschen mit Federn dabei. Echt toll. So, die pappe ich auch wieder hier rein. Wie gesagt, Katzenalarm, wenn die hier loslegen, diese Terrorknödel, dann geht's rund. Dann habe ich dieses Set auch nochmal in anderen Farben. Also dieses rosalastige mehr. Könnte ich mir glatt hier aufs T-Shirt kleben. Das sind einmal diese. Ja, ich denke, ihr seht, das passt doch so farblich toll, ne? Dann hier. Die stehen so toll. Und diese. Na, so. Und so. Ne, rosa mit Gold foliert. Glitzer, Flitzer, tralala, alles wunderschön, gefällt mir gut. Ich bin ja so eine Glitzertante, ich mag das. Je mehr Bling Bling, desto besser. Ja. Ja, so ist das. Ist ja von wegen Horrorfilm gucken, jetzt wird meine Kinder würden sich jetzt schon wieder zu Tode lachen. Ne? Ich bin nämlich jemand, ich liebe Horrorfilme, wirklich, ich liebe sie, gucke sie sehr, sehr gerne, aber ich gehe in keine Geisterbahn. Na, dann hört ihr mich brüllen. Ich war einmal mit in eine Geisterbahn, weil da jemand so ein von unserer Familie, ein kleiner Junge, der hat gefragt, ja, geht dann einer mit mir in die Geisterbahn und ich möchte aber. Da habe ich mich erbarmt. Aber ich kann euch eins sagen, der geht nie wieder mit mir in eine Geisterbahn. Es hat schon begonnen, dass ich, es war so eine Geisterbahn, wo auch Leute drin sind, die man erschreckt, also wo man erschreckt wird halt, ne? Und ja, da sind wir dann halt durchgefahren und erstens, ich habe schon fast unten im Wagen gesessen. Ich habe nicht normal da gesessen, sondern ich war ganz unten in den Fußraum gekrochen. Es hat mich zu Tode gegruselt, das Ganze. Es war so billig gemacht und so blöde gemacht, aber trotzdem, ich mag es einfach nicht. Und da sind wir fast raus gewesen, fast. Da meint da einer beim Eingang stehen zu müssen und hat mich erschreckt. Der hat die Hand mit so einer Kralle oder was weiß ich, der ist dann so vor mich gesprungen. Und ich hau dem eine runter. Das ging wirklich. Boopatsch! Ich glaube, der hat den ganzen Tag nicht mehr gearbeitet. Aber ich konnte nichts dafür. Das war so ein Reflex. Das war dieser Hau-mich-Reflex. Wenn mich jemand erschreckt, schlage ich. Ich haue zu. Volle Pulle. Ich mag es nicht, wenn man mich erschreckt. Ich hasse es. Filme ist mir egal. Da schlage ich auch nicht auf der Couch um mich rum. Dann bin ich sweet, safe auf der Couch. Ich habe mein Kissen. Aber wenn ich irgendwo, sonst wo erschreckt werde, da mussten schon einige Backpfeifen hinnehmen oder schellen. Ich schlage wirklich um mich. Ja, das ist so. Ha. Selber schuld, wenn man mich in die Geisterbahn zerrt. Da habe ich Schmetterlinge. Auch so ganz goldfolierte, wunderschöne Teile. Dieses. Da könnt ihr ja mal euer Erlebnis schildern. Was ihr mal hattet auf dem Rummel oder in der Geisterbahn oder so.
Ich freue mich über alle Kommentare und ich freue mich auch über Mails und über alles. Briefe freue ich mich. Ich mag es, wenn man mir Briefe schreibt. Das wird sowieso viel zu wenig gemacht. Ich mag das Handgeschriebene. Ich liebe das sehr. Ich schreibe auch noch relativ viel mit der Hand. Ich schreibe ganz selten was am Computer. Meine Handschrift kann zwar kein Schwein lesen, aber ich mag es. Nochmal, ich glaube, die sind alle zweimal drin. Und ein bisschen kleinerer. Ich habe gar nicht gezählt und geguckt jetzt, wie viele da drin sind. Ich finde die einfach nur hübsch. So, aber wie gesagt, ich habe es euch versprochen, das wird ein längeres Video. Wir sind schon 40 Minuten dran. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal einen Cut hier und lade das hoch. Sonst dauert das alles wieder viel zu lange. Und dann mache ich die restlichen Sticker, sind noch ein paar. Die mache ich dann als zweiten Teil. Oder als, keine Ahnung, der wievielte, vierten Teil, vierten Teil. So, die Schmetterlinge, die restlichen, ich habe da noch zwei andere Packungen plus andere Sticker. Die zeige ich euch dann in dem nächsten Teil, gell? Ich mache jetzt mal eine Pause, ich gehe Pipi machen, ich trinke das, ich mache mein Käffchen wieder, ne? Und dann gucke ich mal, ob mein Mann noch nicht umgefallen ist draußen. Und dann komme ich wieder und lade euch den zweiten Teil hoch. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich drücke euch ganz feste Küsschen auf Schnüsschen und ich bin ultra glücklich, dass ich so liebe Abonnenten habe, die diese irre Streuseltante ertragen. Ich habe euch furchtbar, furchtbar lieb. Und ganz, das kann ich auch nicht. Nee, das ist immer verunglückt. Guck mal, ganz viel Liebe geht raus. Bis gleich. Tschüss.